Museum Lüneburg, Sonderausstellung zur Graphic Novel Drei Steine. Hier beginnt das Upgrade der Wanderausstellung, die zum 20. Mal gezeigt wurde. Wir beginnen hier auch mit der Einordnung Gefahr gestern und Gefahr heute, Neonazismus und Rechtsradikalismus heute und die Gewalt und Holocaust von damals durch den Nazismus. Und hier sehen wir auch die Devotionalien-Sammlung der langen Reise mit drei Steinen und auch das Skizzenbuch mit den ersten Entwürfen zu der Toilettenkampfszene. Und die Geschichte beginnt ja mit der Albtraumsequenz im Prolog, maßgeblich für die posttraumatische Belastungsstörung. Die drei Steine, die titelgebenden drei Steine, wurden aufgesammelt am jüdischen Friedhof in Dortmund-Dorstfeld, der geschändet wurde von Neonazis. Diese Steine des Gedenkens lagen im Dreck, die habe ich aufgenommen, um mich zu verteidigen. Der erste Stein ist auch der erste Akt der Geschichte, Verteidigung und Notwehr. Hier, wie ich Skinhead Erwin sozusagen mich gegen ihn verteidigt habe, gegen einen Hinterhalt, und Skinhead Erwin den ersten Stein mit dem Kopf gekriegt hat. Skinhead Erwin war der Buddy und Personenschützer von dem Altnazi, der alte Fritz, der die ganze Szene in Dortmunder Westen radikalisiert hat. Und hier kommen wir auch schon zur Abteilung mit dem zweiten Stein, wo es dazu geht, Gewalt ist keine Lösung, wo quasi hier die Verweigerung der Tötung an Andreas, dem Neonazi, an meiner Schule, der auch alle andere radikalisiert hat. Und dann gehen wir auch weiter hier in den Tischexponaten, Entwürfe und Skizzen und die Reinzeichnung zu den Seiten, auch Storyboards, die Entwicklung sozusagen der Vorgeschichte. Und auch hier die Storyboards zu der Szene mit Yad Vashem, der Epilog. Nach den zwei Mordanschlägen überlebte ich, was dann jetzt hier auch dargestellt wird. Der zweite Mordanschlag, wo mehrere Neonazis auch von der Borussenfront mir aufgelauert haben und mich fast zu Tode geprügelt haben und die dort dann quasi ungestraft nachher davon gekommen sind, eine sogenannte Death and Resurrection Szene im Drehbuch. Und jetzt kommen wir dann auch hier nach der Gerichtsverhandlung zu dem dritten Stein, der wieder die Bedeutung bekommt des Gedenkens an die Toten, an die Helden des Widerstands und die Opfer des Holocaust in Yad Vashem, sozusagen der Epilog der Geschichte. Und hier auch die Übersichtskarte, die Außenkarte von Yad Vashem. Und die Niederlegung des dritten Steins an der Säule der Widerstandskämpfer in Yad Vashem. Und hier ein Preview zu dem Update der Geschichte. Und zwar drei Steine uncut, es geht weiter. Und hier steht auch Skinhead Erwin in dieser Tunnelszene, die gerade gezeichnet wird. Alles auf dreisteine.com unter dem Abschnitt uncut. Und hier gehen wir weiter in der Ausstellung. Hier ist die Satireabteilung. Das sind die Plakate der Gegenaktion zu den Rudolf Hess Gedenkmärschen in Wunsiedel, die ich mit dem Bürgerbündnis Wunsiedel ist Bund plakatiert habe auf der Demo-Route der Neonazis. Und hier das Adolf Duck Diorama mit Bedienungsanleitung, die Social Media Fotoaktion. Die war auch schon erfolgreich auf der Frankfurter Buchmesse als Gegenaktion zu den rechten Verlagen von Dieter Stein, Die Junge Freiheit etc. Dann hier ein Ausblick in die Workshops. Dann haben wir hier die Medienstation in Eigenregie. Das sind eigene Filme, wie zum Beispiel auch der Trailer, die einfach anwählbar sind. Und dann auch in der Übersicht die Medienspiegel, die Fernsehberichte, die man quasi auch hier drüber kriegen kann. Alles zu hören, auch mit Kopfhörer. Und hier auf dieser Karte sehen wir die komplette Übersicht, wo drei Steine schon überall war in Deutschland. Die Fähnchen stehen für die Ausstellung, die roten Punkte für Lesungen. Es sind über 320 inzwischen. Und hier noch das Buch und der Rudolf Dirks Award. Drei Steine wurde 2016 mit dem Comicpreis Rudolf Dirks Award ausgezeichnet als beste Biografie. Und auch nochmal im Gedenken an die Opfer des Holocaust
haben wir hier auch noch eine Gedenkaktion zum Holocaust-Befreiungstag in Braunschweig. Habe ich diese beiden Plakate gestaltet. Das eine mit einem Zitat von mir, macht Menschenverachtung nicht mächtig. Das war kurz nach dem Sturm zum Capitol Hill, als ich das Entwurf gemacht habe. Und hier Nathan Grossmann, ein Überlebender des Holocaust. Er war in Auschwitz, er war aber auch in Braunschweig und hat dort für die Büssing-Werke LKWs gebaut für die Wehrmacht, hat den Holocaust überlebt und berichtet davon. An der Holocaust-Gedenkstätte Schillstraße in Braunschweig ist auch eine Ehrentafel für ihn, die ich illustriert habe. Und last but not least haben wir hier Beate Klaasfeld, eines meiner großen Vorbilder. Und das besondere Feature in dieser Ausstellung ist, dass jetzt das erste Mal drei Steine zusammen gezeigt wird mit der Schulausstellung, die verfügbar ist für Schulen in ganz Deutschland. Zurzeit hängt auch eine Kopie in Rostock und eine Kopie in Mölln. Und die kann gerne ausgeliehen werden. Und dort gibt es auch die Hilfsangebote, wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung, Bundeszentrale für politische Bildung. Und somit kommen wir dann auch hier zum Abschluss. Das Character Design, Inspirational Design und Begleitmaterial zum Mitnehmen, auch unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und diese Ausstellung wurde gefördert von diesen Sponsoren und auch von dem Bundesprogramm Demokratie leben und der Hansestadt Rostock, der Hansestadt Lübeck, Lüneburg. Vielen Dank. Dortmund, Anfang der 80er Jahre.